Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pop Punk Paradise. Mit dabei sind einmal die Ramona Hi. und der Chris. Hi. Und meine Wenigkeit. Hi. Phil ist heute nicht dabei. Er entschuldigt sich, obwohl er eigentlich heute angesetzt war, also eigentlich war angesetzt, dass er heute dabei ist. Ist er aber nicht. Dafür seid ihr beide da. Hallo erstmal. Hallo. Haben wir schon gesagt. Stimmt. Wir starten die. Es ist mitten unter der Woche, es ist kurz vor Wochenende. Es ist Donnerstag, also wir sind. Es ist. Tatsächlich dieses Mal. Ja, Tatsache, wir nehmen einen Donnerstag auf, ich glaub's nicht. Genau, also. Folgendes gibt es zu berichten. Was heißt zu berichten? Green Day bringt ein Buch raus, beziehungsweise ein Comicbuch. Drei Mitglieder von Green Day haben dies geschrieben. Und Gott, Kasturo oder Kasturo ist der die Zeichnung gemacht hat. Karikato oder so ähnlich heißt das. Zumindest hat es gestern am Mittwoch dem 3. April Warner Music verkündet. Jo. Ist es schon raus oder kommt Nein, es das noch? kommt Ende Oktober. Jetzt beginnt quasi die Promophase. Und Und meinst du, dass wir sowas brauchen? ein Comic. Von Green Day. Naja, wenn man sich jetzt mal den Text anschaut, also das Buch wird ja The Last American Girl heißen, oder? Ja. So heißt ja auch ein Song vom letzten, vorletzten Album. 20th Okay. Century irgendwas. 21 Century, was glaube ich, 21st Century, ich kann es eh nicht aussprechen. Da heißt ja auch ein Song davon. Einer der besten Songs übrigens von dem Album. Das sagt eigentlich viel aus, wie gut ich das Album finde. Nicht wirklich. Okay. Aber wie viele mochten das Album? Ich muss zugeben, ich habe es gar nie gehört. Nie! Nie. 21 Guns! Hast es. Aber vielleicht habe ich das irgendwann gesehen oder gehört. Gott, Gott. Das kommt mir doch bekannt vor. Ja, und The Last of the American Girls, darum geht's auch in diesem Buch eigentlich. Also, dieser Titel, dieser Song war die Inspiration für die Jungs, dass sie jetzt darüber ein Comicbuch schreiben sollen müssen. Ich bin echt am Überlegen, ob ich mir es hole. Ja. Meinst du, es kommt auch für Kindle raus oder nur im Na, Papierform? ich glaube schon, dass es dann auch den E-Book-Markt erreicht. Also, glaube ich schon. Obwohl, gibt's Comics eigentlich für E-Books? Selten, ganz selten. Also, ich weiß, ich hatte mal einen Asterix, einen Obelix, hatte ich mal auf dem Handy. Nichts gegen Asterix und Obelix, die sind der Hammer. Wieso? Die hatte ich mal auf dem Handy. Beziehungsweise dann auch auf dem Tablet. Einfach mal, ich irgendwo hingereist bin und das waren alte Comics, deswegen wollte ich die nicht mitnehmen. Also habe ich mir da einen Comic aufs Handy geholt. Da war ich jetzt 17 oder so. Ja. Ja, das war übrigens sehr scheiße zu lesen, also nicht so empfehlenswert. Aber ich weiß nicht, ob es da noch Ding rauskommt. Ich finde auch auf dem E-Book einen Comic zu lesen ziemlich schwachsinnig, weil es ist ja nur schwarz-weiß. Also ich habe noch keinen E-Book-Reader gesehen, der Farbe hat. Ich weiß, mein E-Book-Reader ist vielleicht eher ein Tablet. Ja, wenn du ein Ja. Tablet hast, ist es ja wieder was anderes. Aber Ja. ich dachte, du redest halt wirklich von einem E-Book-Reader und von einem E-Book-Reader ist es ja halt wirklich. Ja, da hast du recht. Aber für Tablet, boah. Schwierig. Ich weiß nicht, ob es aus Ding rauskommt. Ramona, du hast doch schnelle Hände. Schau mal bitte. Du kannst das doch Was? sogar googeln. Ob es auf Ob das ihr. als E-Book rauskommt, das steht Ja. bestimmt noch nicht fest. Sicher? Ja. Bestimmt. Warum? Das Also ist bestimmt, keine wahrscheinlich ist Ahnung. es schon vorbestellbar oder sowas.
Okay, Gucken wir mal. ich mach's wahrscheinlich. Gucken wir mal. Du, du, du. Ich könnte es mir Aber halt ist vorstellen, jetzt dass es egal so. eigentlich. Ja, natürlich ist es Aber egal. eigentlich ist ja, wenn man mal logisch nachdenkt, ist doch ein Schmarrn, wenn man einen Comic als E-Book liest. Oder? Warum? Bin ich da jetzt voll. Ja. Keine Ahnung, ich bin generell so jemand, der Bücher lieber im Regal stehen hat, wie irgendwo gespeichert hat. Ich habe am liebsten Hörbücher. Ja, Ja, das ist du! auch gut. Ja, Keine Ahnung, das steht keine Ahnung. also ich habe leider kein Bücherregal, meine ganzen Bücher liegen einfach hier irgendwo in der Ding rum. Also finde ich ein E-Book immer so ganz praktisch an sich. Ja, so generell ist praktisch, wenn man viel auf Reisen ist oder viel unterwegs ist, Klar. dann schon, aber ja. Also ich habe da jetzt ein Dings gefunden, Last of American Girls by Green Day and Frank Caruso. Frank Caruso, ja genau, so hieß der. Frank Caruso kostet $20, allerdings nur als gebunden. Okay. 20 Stark. Dollar? Oh. Hast du mehr oder weniger erwartet? Ich weiß es gerade noch Nee, nicht. warte kurz. Und $13 als E-Book. Ah. 13 Dollar als E-Book? Ja. Ich weiß nicht, Ja. ist es jetzt viel oder wenig? Ist das teuer oder günstig? Ja, das weiß ich gerade auch nicht. Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, es ist für den Namen relativ normal. Wie viel kostet ein Bestseller? Hardcover oder Softcover? Oder Kindle? Was ist ein... Normalerweise knapp um die €10. Wenn es dann ein Hardcover ist, dann liegt man bei zwischen 15 und 20. Es Und heißt, es ist eigentlich natürlich. relativ durchschnittlich. Ja, aber man muss ja sagen, es ist ein Comic. Da Ja, kann ich klar. Erfahrungswerte. Nein, aber Comic ist ja wiederum mehr gezeichnet, mehr Arbeit da drin. Ja, aber ist es ein Comic oder ist es eine, wie heißt es? Es ist. So ein Graphic Novel. Also, also Ding hat es so beschrieben, Warner Brothers hat es so beschrieben, nicht Warner Brothers, Warner Music hat es so beschrieben. Es ist ein Roman mit grafischen Okay. irgendwas. Ja, dann könnte das schon hinkommen, so $20. Schon, oder? Das ist, wie viel ist denn 20 Dollar in Euro? Ich glaube 18, 17, 18 Euro, oder? Ja. Ja, 16, 17. Weil ich bin immer sehr schockiert, jetzt komme ich mal kurz zum Sport, wenn ich hier so Ticketpreise, wenn ich mir so Price. wenn ich mir so Price. Ticketpreise aus der NHL anschaue. Also schaut mal, bei Eishockey, Stehplatz kostet so zwischen 14 und 16 Euro. Also, dann schaust du mal in der NHL, wo in Montreal locker mal 120 bis 150 Dollar Ja, das ist hinblättern. Wahnsinn. Und die Sachen sind ja ausverkauft. Ja, absolut verrückt. Also klar, hier in Florida, also je nach Ding wird es ja wieder günstiger. Aber weißt du, so ein Season-Ticket kostet dann locker mal 2000, 3000 Dollar. Ja. Das ist heftig. Ja. Da bekommst du noch nicht einmal ein Trikot dazu geschickt. Also keine Ja, Ahnung, klar. also manchmal ist es... Das kostet extra. Achso, ja, mein ich ja. Du bekommst dafür noch nicht einmal ein Geschenk. Ja, aber es Du ist doch bei darfst. uns auch nicht anders, oder? Ja, aber bei uns kannst du es dir sogar ausrechnen, wie viele Spiele du fehlen kannst, damit sich das Season-Ticket nicht mehr lohnt. Also, Ja. bei denen Und? ist es ja keine Ahnung. Bei denen rechnest du das aus und denkst du, boah, irgendwie komme ich billiger weg, wenn ich die ganze Saison mir die Tickets hole. Du kommst noch billiger Hä? weg, wenn du gar nicht hingehst. Aber ich habe ja, Ja. aber ich habe ja, aber ich will ja das Parkplatz-Barbecue haben. Das kannst du auch ohne. Ja, Das habe ich, als ich an der Uni war, dann haben wir das immer gemacht. Wir sind zum Parkplatz gegangen und ein bisschen Tailgating gemacht und dann danach sind wir einfach heimgegangen. was habt ihr gemacht?
So Tailgating. Was heißt das? So, wo du im auf dem Parkplatz grillst Ach so. und Bier trinkst und ja. Da warst du auch garantiert schon 21, oder? Manchmal, ja. Okay. Och nee. Das ist irgendwie geil. Was habt denn ihr da immer so gehört, wenn ihr auf dem Parkplatz wart? Du meinst Musik Ja, oder? musikstechnisch. Was lief da so bei euch? Boah, keine Ahnung mehr. Tupac! Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ist schon lange Bestimmt her, wie? Pop-Music. So. Weiß nicht, es ist ja 10 Jahre her, wo ich sowas gemacht habe. Aber war wirklich so Pop-Music, Rap. Ja. Okay. War immer abhängig von wem das. Von wem der die Party organisiert hat. Okay. Ja. Oder wer die Musik mitgebracht hat, das System. Okay. Die Lautsprecher und so. Ramon, hast du Ja. sowas aufgemacht? So böse Sachen wie auf Ein dem paar Parkplatz grillen? böse Sachen. Ja, Das ist böse. das ist doch voll unzivilisiert. Ach, grundsätzlich nicht, ne? Du? Ja, du wahrscheinlich, oder ja? Ja, wir haben es nicht auf dem Parkplatz gemacht, sondern wir haben es immer an einem Park, also immer in einem Park gemacht oder an einem Fluss oder sowas. Da haben wir das auch gemacht. Dann haben wir immer uns diese Einweggrills geholt. Da wurde halt gegrillt, aber das war auch nur so zwei, drei Mal, wenn wir total eskaliert haben, also wenn es so eine 3-Tages-Beachparty war. Wo dann aber auch alles dabei war, mit Polizeieinsatz etc. Also das Ach du war. Scheiße. Ja, die Jungen von heute, ich sag's dir, die sind so langweilig. Das habe ich auch neulich gelesen. Dass Aber. die Jungen von heute langweilig ist? Ja. Ist auch extrem langweilig, ohne Witz. Nein, aber keine Ahnung, weißt du, wir hatten dann immer so extrem Spaß, also so, irgendwann brauchst halt mal was zu essen. So ein Einweggrill kostet nicht viel. Und ja, es waren immer ganz lustige Partys. Ich war natürlich schon volljährig, ich habe gegen keine Gesetze verstoßen. Das ist das Wichtigste. Ich bin auch immer brav zur Schule gegangen danach, nach solchen Veranstaltungen. Ich habe auch nie nee. Also ich hatte auch nie Schlafmangel nach solchen Veranstaltungen. Also Sehr dass ich gut. dann in Englischunterricht eingeschlafen bin, mein Englisch ist hervorragend, mein Englisch ist brachial gut. Oh Gott. Ich hatte Spaß. Oh Das ist das Wichtigste. Genau. Mann. Definitiv. So, eine kurze Frage. Ihr öffnet jetzt mal, oder beziehungsweise eine Aufforderung, ihr öffnet jetzt mal euer Handy, beziehungsweise euer Spotify. Aber nicht. Habe ich auch nicht. Oder euren Musikplayer, den ihr Ja, zuletzt benutzt super. habt. Was denn? Und dann sagt ihr mir, welchen Song ihr zuletzt gehört habt. Ich war auf Amazon Music und ich habe Chris Brown. Bitches and Marijuana. Was? Bitches and Marijuana? Solche Ja. Songs schreibt Chris Brown? Ja. Geil. Ja, es. Ich feiere den Typen eh so. Bei irgendeinem Album, was er rausgebracht hat, dann war er danach bei Jojo Doko und Klaas in so einer TV-Show zu Tour. Also ich glaube, Zirkus Halligalli war das. Und der Typ, der ist so cool drauf, weil also die haben da so ein paar Kommentare vorlesen lassen, die auf Facebook über das Album geschrieben worden sind. Und irgendeiner meinte dann, das Album ist so schlecht, nicht mal
Gott würde es anhören. Falsch, nicht mal Gott würde es aus Mitleid anhören. Und darauf hat dann Chris Brown drunter geschrieben: Sorry, er hört dich nicht. Sorry, er hört dich nicht. Er ist gerade bei Track 9. Der Typ ist so geil drauf. Also, ich weiß nicht, ich feiere den mega. Ist das nicht der, der weil seine Freundin einen Krankenhausreif irgendwie prügelt? Ja, ich meine, das ist nicht so cool. Das finde ich eigentlich nicht gut. Ist es der? Was das ist der, ja. Ich dachte, das ist der mit einer Rikscha durch London fährt. Was? Ja. Wer ist denn das? Was? Ja, von wem sprichst du? Chris Brown. Der hat eine Rikscha, ohne Scheiß. Der hat eine Rikscha, okay. Ohne Scheiß. Vielleicht gibt es zwei Chris Browns. Das wäre natürlich richtig bitter. Also ich rede von diesem Typen, der so auf dem Klavier rumtippt. I'm beautiful. Ey, falsch. You're beautiful. Das ist James Blunt, du Zipfel. Nein. Okay, ja, glaub. Ja, ich glaube, wir reden von zwei verschiedenen Typen. Okay. Oh Mann. James, oh Gott, okay. Oh Gott. James Blunt ist der coole Dude. James Blunt ist der coole Dude, nicht Chris Brown. Oh, den mag ich nicht. James Blunt, sorry. Wer ist dann Chris Brown? Ja, der sei Rihanna damals so verbündet. Wer ist Rihanna? Nee, warte, wer ist die? Ah, doch, warte, kenn ich, alles cool. Ach du Scheiße. Entschuldigen Sie, ich habe ein Leben außerhalb der sozialen, keine Ahnung, wie man das nennt. Ja, aber das hat echt jeder mitgekriegt. Ja, das war echt groß. So was, ich glaub, interessiert mich so ein Scheiß, ohne Witz. Ja, aber du, das sagt so der Typ, der weiß, dass der James Blunt mit der Rikscha durch London tingelt. Das weiß ich, weil ich früher sehr gerne Ding angeschaut hat. Nicht die Grand Tour, sondern wie heißt das andere? Keine Ahnung. Was auf der BBC? Nicht die Grand Tour, sondern... Keine Ahnung. Boah. Top Gear? Genau, Top Gear. Das weiß ich dank Top Gear. Hä? Okay. Top Gear ist so eine Sendung, ja, wo es um Autos geht, etc. Echt, du weißt das? Ja. Ja, das ist halt, bin ich der Einzige hinter dem Mond, ey. Ja, echt. Ja, mich interessiert sowas nicht. Mein Gott, dann fotzt halt seine Freundin. Mich, das machen 100.000 Ehemänner auch. Und noch viel schlimmer, das machen 240.000 Ehefrauen mit ihren Männern. Der interessiert erst recht keinen. Mein Gott, soll er halt das machen? Mich interessiert es auch nicht, wer mit wem jetzt da irgendwelchen Skandal hat, etc. Mich interessiert sowas nicht. Und sowas schaue ich mir dann auch nicht an und sowas lese ich auch gar nicht. Schon gar nicht, wenn ich deren Musik gar nicht mag. Also, das ist wahrscheinlich auch so ein Pop-R&B-Scheiß-Track, also kann ich das gar nicht mögen. Also, glaube ich, also, was? Oh mein. Was denn? Ist ja, doch du wahr. Hast recht. Du hast recht. Und es kommt ja auch kein Viva mehr. Also woher soll ich dann die Information hernehmen? Vom Radio, vom Internet, auf irgendwelchen Nachrichtenseiten. Du hast doch bestimmt irgendeinen E-Mail-Account. Nee, ich lese es. Nee, hab ich nicht. Also, ja, doch, aber ich lese das nie. Ich hab mein Outlook, da gibt's keine Nachrichten. Okay, dann nicht. Und die Nachrichten-App, die ich hab, das ist die Süddeutsche, da kommt auch sowas nicht. Das stimmt allerdings. Und Radio höre ich eigentlich nur in äußersten Notfällen, wie zum Beispiel, wenn ich im Auto bin und meine Kopfhörer vergessen hab. Oder... Jetzt war's eigentlich. sonst bei mir auch. Ich höre Radio nur wenn wir das Auto von meiner Frau nehmen und sie meine Musik nicht hören will, dann schaltet sie das Radio an. Ja. Und denke mir, boah,
So ein Scheiß. Ich werde krank. Du hast sie geheiratet, das ist deine Schuld, Bro. Stimmt. Oh, gemein. Nein, Spaß. Alles gut. nein, also sonst höre ich kein Radio und ich weiß, dass mit Greenland zum Beispiel auch noch zufällig, weil ich gestern Weil du es Tatsache im Radio gehört hast? Tatsache, weil ich gestern ein Ding, ich habe gestern auch meine Kopfhörer vergessen, aber es war noch auch nur so 10 Minuten Autofahrt und wir haben so einen Radiosender, der ist Rockantenne, der kommt wenigstens einigermaßen gute Musik. Kann ich euch empfehlen, Rockantenne oder wenn ihr deutschlandweit einen Radiosender hören möchtet, dann Radio Bob. Das sind gute Radiosender, nur mal sehr nebenbei, da kommt gute Musik. Und da haben die das halt so gebracht, dass Greeny halt da ein Buch rausbringt. Und das, ja. Nice. Da dachte ich hier, mein möchtegern journalistisches Hirn. Darüber machen wir eine Folge. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Was haben wir jetzt gehört? Also, der Chris hat Chris Genau. Brown gehört. Ramona, kommen wir zu dir. Was hast du gehört? Na, weil du dann wieder gemein bist. Ich bin nicht Ist so. gemeint. Bin nicht. Du Was bist hast immer gemein, wenn ich so gut her. Nein! Du bist immer gemein zu mir. Nein! Jedes Mal. Nein! Doch. Nein, ich bin immer lieb. Du bist immer voll offen für alles, oder? Ja! Ach klar. Außer was du hörst. Ja, genau. Das ist das Problem. Das letzte da, was jetzt da angezeigt wird, ist Crisis von Waster. Was Was ist das? Klingt, Seid so ungebildet, ungebildetes das klingt Pack. nach Ding, warte, das klingt nach so eine Abzweigung, ich wollte schon sagen Abklatsch, aber das ist abwerten, nein, eine Abzweigung sehr orientiert an My Chemical Romance, also so klingt der Name zumindest. Ja, genau, das war klar, dass das wieder kommt. Nicht? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Ich wollte nicht sagen, dass es sehr emohaft klingt, aber ja, ich bin nicht gemeint, ich bin nicht gemeint, ich bin nicht gemeint. Also beschreib mal bitte. Ist ganz einfach eine Pop-Punk-Band aus England. Aktiv seit 2015. Geschmeidig. Schau, Geschmeidig. schau, dann ist es doch gar nicht so abwegig, dass es in Richtung My Chemical Romance geht. Zumindest das Land hat gestimmt. Das Land? Welches Land? Ich weiß nicht, war My Chemical Romance nicht aus London? Erstens mal ist London kein Land. Ich meinte, ich meinte Außerdem habe ich England. nie London gesagt. Nein, ich meinte England, Entschuldigung. Nein, eigentlich nicht, na. Okay, fuck. Ja, mich interessiert doch nur die Musik. Und es hat überhaupt nichts gemein irgendwie. Okay, Nee. warte, wie hieß das Song nochmal? Crisis vom Chris. Album Identity Crisis vom letzten Jahr. Okay. Nee, da klingt echt gar nichts. Ich fand Ding letztens geil, was letztes Jahr rauskam. Ich fand da von der Band Drones Achos ziemlich geil. Was? Ja? Wann? Von der Band Drones, das Album kam auch letztes Jahr raus und da, ich weiß aber gerade den Ding nicht mehr. Ah, okay. Ich weiß gerade den Ding nicht mehr, wie der Titel war vom Album. Da war ein Song drauf, der hieß Achos. Oder Atros, ich kann ja eh kein Englisch. Und ich fand den Song ziemlich geil, beziehungsweise das ganze Album war richtig geil. Ja. Gehen ziemlich ab, also. Das ist eine richtig geile Platte. Yo, Yo, und gut. du? Was ich habe ich gehört? Nein, du bist dann wieder zu gemein zu mir. Bin nie gemein zu dir, bin offen für alles. Ja, gut, ich habe einen relativ alten Track von einer relativ alten Band, und zwar Rise Against Runners of My Disease Have Great Ja, irgendwie genau sowas. dir. Have be great the exaggeration. Genau. Also Okay. der Song heißt, das ist ein echt langer Titel, das ist abnormal. Also der Song heißt Runners of My
Denise have been greatly. Ach Ja. Gott, ey. Ja, Ich wie meine, gesagt, du meinst Rumors. Runas, ja, yeah. Okay, Runas. Vielleicht. Ja. Ah, okay. Kein trotzdem keiner. Rumors Nein. of my demise. Ja, genau. Und dann geht's ja auch noch weiter. Runas of my demise. Demise have been greatly Ja, exaggerated. genau. Die ja, ey, die hätten sich keinen kürzeren Titel für den Song ausdenken können. Ach Gott, oh Gott. Ja. Schnauze. Ach Gott. Was denn? Ich hatte in meiner Schulzeit sehr lange Nächte. Irgendwo musste ich doch meinen Schlaf nachholen. Es ging mir Klar. leider nur am besten in Englisch. Immer dann in Englisch, Nicht ja. nur in Englisch, auch in Mathe, auch in Mathe, auch in In alle anderen Fächer. außer in Werken. In Werken Echt? und Okay. Werken, bei Werken und Sport war ich immer gut. Bei Werken hat ja mir mal meinen Abschluss gerettet. Wie kann man Werken seinen Abschluss schretten? Indem Was man ist Werken? Werken mit einer Säge arbeiten, mit einem Hammer arbeiten. Ah, okay. Ja, und wir hatten damals, also in Bayern ist es ja so, du musst quasi, wenn du in die Realschule gehst, musst du quasi auswählen, also ab der 7. Klasse musst du dann quasi auswählen für ein zusätzliches Hauptfach. Also Mathe, Deutsch, Englisch ist Pflicht. Und dann musst du noch wählen, entweder Französisch, BWR und dann ein Fach, was je nach Schule anders ist. Und wir hatten da Werken. Ah. Also wir konnten auswählen zwischen Französisch, nee, wir konnten auswählen zwischen, genau, wir konnten auswählen zwischen Französisch, Werken und BWR. Und ich habe Werken genommen. Manche anderen Fächer gibt es halt andere Fächer, in manchen anderen Schulen gibt es andere Fächer. Und ich habe halt Werken genommen, einfach für BWR. Bin ich zu blöd. In Englisch hatte ich eh schon die ganze Zeit Schwierigkeiten. Also, in Englisch hatte ich eh schon die ganze Zeit Schwierigkeiten. Was will ich damit, was will ich dann mit Französisch? Um es anders zu sagen, ich hätte, glaube ich, mit beiden Fächern keine Schwierigkeiten gehabt. Ich konnte zu der Zeit fast perfekt Spanisch. Aber ich war einfach zu faul. Und dann habe ich Werken genommen und in der 10. Klasse, also in der mittleren, also in der Abschlussprüfung, hatte ich eine 6 in Mathe und eine 1 in Werken und so habe ich meinen Abschluss geschafft. What? Cool. Okay. Ja, deswegen. Ajo. Wie gesagt, ich hatte ein sehr interessantes Jugendleben. Da gehört Schule nicht so dazu. Gott sei Dank, weil sonst wäre es nicht so spannend gewesen früher. Wolltest du gerade sagen, stimmt, und hast nur so. Ja, oder bist du sehr schlechtes Vorbild? Darüber können wir jetzt diskutieren, Warum? aber. Man braucht sehr viele verschiedene Dinge, nicht nur Mathe oder Englisch oder sonst. Ja. Und wie vorhin gesagt, die Jugendlichen von heute sind viel zu langweilig. Das ist wirklich so. Also, ich weiß nicht. Also, schauen wir mal bei, also, wo ich so 16, 17 war, da fing es ja schon an. Man hat irgendwie nichts mehr gemacht. Und jetzt kiffen alle, jetzt wird's noch langweiliger. Keine Ahnung. Die sind alle so auf Schule fokussiert und keiner checkt wirklich, wie geil das Leben sein kann. Und eine Schwierigkeit, also finde ich zumindest, ist ja das Leben so zu leben, dass man in 20 Jahren, yo, bei mir fliegen Sachen durch die Gegend, dass nach 20 Jahren, also ich bin jetzt 24, wenn ich mit 44 jetzt zurückschaue, will ich sagen können, ja, ich habe alles gemacht, auf was ich Bock hatte. Finde ich super. Weil mit 44 die Sachen zu machen, die ich mit 24 machen hätte können, wird ein bisschen schwieriger vom Körper her. 20 Jahre später schaut es schon wieder ganz anders aus. Und ob ich danach und die nächsten 22 Jahre, ob ich dann auch da bin, ist schwierig.
Und das vergessen mittlerweile viele. Viele denken nur noch hier, sie müssen arbeiten, sie müssen tun, sie müssen rackern. Und das ist falsch. Na, Ich kann dir. da die widerspreche, da die voll widerspreche. Ich kann dir nur zustimmen. Ich bin so halbwegs zu 44 und ich sage ja, du hast recht. Halbwegs. Ziemlich genau. Gott, halbwegs 44. Ach, süß. Ja, schau, du könntest noch eine Profikarriere anstarten. Nein, also, es ist mittlerweile, keine Ahnung, wenn ich mal so zurückschaue, so die. Wo sind alle? Wo sind die Leute im Park? Wo sind wo sind die Kids, die draußen irgendwie. Ja, Scheiß bauen muss man nicht, aber wo sind die Kids draußen, die Spaß haben? Wenn du dir mal anschaust, wir ziehen eine Generation von möchte gerne Erwachsenen dran, die meinen, was sie sind, aber im Endeffekt sind sie nichts. Wenn du da mal rumschaust, dann kommen die da mit ihren mit ihrem Pseudo-Wissen, was sie in der Schule aufgeschnappt haben, was definitiv nichts das Leben beeinflusst. Also nicht das Leben nachhaltig verändert mit dem Wissen, was man da lernt, weil man lernt ja anscheinend nicht selbstständig denken. Weil Genau. wenn man damit 15 meint, es gibt nichts Wichtigeres außer eine Gucci-Handtasche und ein halbwegs passables Insta-Profil, dann hat man in der Schule nichts gelernt, auch wenn man ein 1,0er Abi dann schreibt. Das stimmt, aber das hat ganz andere Ursachen. Das ist, am ersten habe ich jetzt gedacht, das, ich möchte jetzt sagen, die sind furchtbar fleißig und arbeiten sie alles. Das stimmt so nicht. Natürlich So ist nicht. sie nur Lug und Trug. Es wird alles so hingestellt, sie hätten diese Arbeit, das ist aber nicht, das ist furchtbar einfach, halt irgendwie was aufzubauen. Ja, vor allem halt Ding. Vor allem ist es sehr einfach, finde ich. Was ist einfach? Einerseits hast du schaffst eine unglaubliche Druckgesellschaft für Leute, die zum Beispiel jetzt weniger gut sind in der Schule. Meine Wenigkeit zum Beispiel. Wäre das nie denkbar gewesen, dass ich den Weg gehe, also nicht den Weg gehe, den viele gehen, dieses auswendig lernen etc. Und wenn man uns mal die Musik anschaut, die heute gespielt wird, schauen wir uns mal die Musik an, die heute gespielt wird. Ach gut. Weil wir sind ja ein Musikpodcast, also schauen wir die Musik an, die heute gespielt wird. Ich bin jetzt hier gerade auf Spotify, ich gehe mal in die Charts. Chris Brown. Gott. Ja, Das ist das angetan. machen wir zurzeit. Imagine Dragons. Ich glaube, die gehen sogar noch. Aber wenn Echt? du. Hast Nee. du dir mal deutschen Hip-Hop. Hast du dir mal einen deutschen Hip-Hop von den letzten 3 Jahren angehört? Wahrscheinlich nicht. Ich höre kein Radio. Sehr gut. Hey, ohne Scheiß. Also zum Beispiel, die Kids stehen ja heutzutage. Weil ich skate ja viel. Und da hängt man ja ab und zu noch mit ein paar Kids ab. Und wenn die Deutschrap hören, wenn also den Deutschrap, den ich noch kenne, das waren damals Sido, Bushido, Pitalj, später kam noch Kollege hinzu. Sprich, die waren lyrisch verdammt gut. Bushido, naja, lyrisch will ich jetzt wohl nicht so hinstellen. Der ist sogar lyrisch eher scheiße gewesen. Aber auf alle Fälle war was dahinter. Die Jungs hatten Witz dabei, die hatten das dabei. Und heute hast du zum Beispiel einen. Wie heißt das Kapitel nochmal? Kapitel Bra. Also, du hast halt irgendwas so. Kapitel. Also, natürlich weiß ich, dass der Typ Kapital heißt, aber das ist halt so ein kleiner. Ja, auf alle Fälle ist es einfach ein. Du. Das ist dieses Haftbefehl-Phänomen. Du reißt ein paar Wörter nebeneinander, verpackst es in die Melodie. Melodie. In Klammern, ich in Aus an Anführungszeichen und verkaufst es dann teuer. Und die Kids sind teilweise noch so dumm, die kapieren nicht, dass es der ein und derselbe Refrain ist, nur mit anderen Wörtern. Die kapieren es nicht, dass sie verarscht werden. Und?
Ich verstehe das nicht. Und dann ist es dann auch immer nur dieselbe Scheiße. Und dann ist es immer so. Und dann gehst du irgendwo hin, siehst dann so fünf, sechs da rumsitzen. Nein, die haben keinen. Ich will niemanden zum Alkohol verleiten. Nein, die haben keinen Alkohol dabei. Sondern die kiffen. Oh, wir sind so gechillt. Wir haben damals, ich will es nicht, wie gesagt, ich will niemanden irgendwas abreden, was schlecht reden, will ich nicht. Wir haben früher auch Drogen konsumiert, wir haben früher auch gesoffen, bis zum geht nicht mehr. Aber wir hatten etwas dabei, was nicht langweilig war. Die langweilen sich zu Tode und dann gehen alle weg. Boah, ich muss noch lernen. Bin ja so anstrengend. Und dann hockst du im Zug. Dann hockst du im Zug. Ich hab gar keine. Und selbst der Freund sagt so: Hey, kannst du mal die Schnauze halten? Jeder weiß, dass du wieder eine Eins kriegst. Ich hab gar nicht so gesagt, ist so scheiße, meh. Mein Gott, dann hast du halt eine scheiß Sex. Und wenn ich damals in deinem Alter gewesen wäre, dann hätte ich mir damals die nächstbeste Party rausgesucht, wäre da hingegangen und hätte ordentlich eskaliert. Es ist doch so. Wo sind die Verrückten, die irgendwas aufbauen, die irgendwas entstehen lassen? Ja. Gute Frage. Es ist doch so. So blöd, wie es klingt, aber jede gute Erfindung basiert auf einer scheiß Idee. Ja, das stimmt. Und ich habe, nee, ich habe wirklich auch neulich gelesen, dass Deutschland da ein Problem hat. Dass die geile neue Ideen kommen meistens nicht mehr aus Deutschland. Natürlich nicht, wir denken ja nicht mehr, wir machen nur noch. Und es ist so brutal, wie die Jungs und Mädels jetzt schon darauf gedrillt werden, die Besten zu sein, etc. Es gibt kein Miteinander für die. Ich krieg da so das Kotzen. Ja, es ist doch wahr. Es ist. Schau, bestes Beispiel. Ich skate uns ab und zu am Bahnhof. Da ist ein bisschen Fläche, weißt, da ist ein bisschen. Also nicht im Bahnhof drin. Also das mache ich auch ab und zu, wenn ich so ein bisschen einen Kick brauche. Aber an sich skate ich draußen. Da ist so ein Parkplatz, da ist viel freie Fläche. Da ist so ein, zwei Bänke, wo man draufspringen kann, etc. So, da skate ich öfter. Ab und zu mit Musik, ab und zu ohne Musik, je nachdem, wie ich gerade Bock und Laune habe. Dann kommen die daher. Drei, ich würde mal sagen, wenn ProSieben nicht anklopft, dann der nächste Kinderpornografiering. So in die Richtung. Und dann geht's los. Dann wird überall die erste hergezogen, dann wird geschaut, wie dann werden die Freunde verglichen, wer hat den besten Freund, dann wird natürlich das Kapitel Bra gehört. Übrigens aus dem Buch 187, die Buslinie, die in die Unmusikalität fährt. Ja, weißt, dann skatest du da so ein bisschen und dann geht's schon los. Ja, schau dir den mal an, der ist garantiert auf der Hauptschule, voll ohne Zukunft und so. Ich bin gar nicht mehr auf der Schule so nebenbei, aber danke, dass du mich so jung hältst. Schau dir den mal an. Und der skatet, der ist garantiert voll der Spaß. Macht garantiert nur Strafsachen. Ach, übrigens, ich muss es weg. Ich muss noch Geschichte lernen. Was heißt das lernen? Ich muss es auswendig können. Ach. Es ist Samstagabend. Mädel, pack die anderen mit. Geh irgendwo hin, triff dich mit anderen Jugendlichen. Meinetwegen kifft, meinetwegen
sauft euch die Hütte weg. Aber macht irgendeinen Scheiß. Es soll niemand darunter zu Schaden kommen. Aber macht endlich mal wieder Scheiße. Ihr macht keine Scheiße mehr. Mit 15 seid ihr nicht erwachsen. Wenn du mal, ohne Scheiß, wenn du mal anschaust, welche geilen Ideen aus dem Scheiß passiert sind. Wenn du es genau nimmst, es ist sogar so eine Behinderte dieser Sache wie Facebook aus einer Scheiß-Idee passiert. Also, ja. Wir haben ein Riesenproblem damit. Vor allem jeder, der anders ist, der wird sofort durchgestellt. Ja, aber das war doch damals bei uns schon so. Vor, sagen wir mal. Die Ritalin-Kinder? Sagen wir mal, 15 Jahre. Die Ritalin-Kinder? Ja, nein, so dass wenn du anders warst, dann warst du unten durch. Zum Beispiel bei uns waren es halt die Metaler. Die, wo die schwarzen Hämmer da angehört haben und keine Ahnung, fettige Hocker haben. Die waren halt einfach unten durch, es ist so. Ja, aber die hatten ja dann sich und haben dann da Scheiße gebaut. So war es ja bei uns auch, aber die hatten dann diejenigen, die trotzdem Scheiße gebaut hatten. Ja, aber ich weiß nicht, nee, irgendwas hat sich komplett geändert. Ist einfach geändert. Schwierig, weil die haben alles, die brauchen nichts, die kriegen alles, was haben. Wenn du halt 13 bist und hast kein Handy, kein iPhone und keine Ahnung, dann bist du asozialer, keine Ahnung. Es ist einfach, sie kennen meine eigene Familie, es ist so. Nicht, wenn du kein Handy hast, wenn du kein iPhone hast. Ja, genau, wenn du kein iPhone hast und keine neuen Nikes, dann bist du unten durch. Und wenn du mit 18 kein neuer BMW fährst, dann bist du sowieso unten durch. Irgendwas läuft bei uns grundsätzlich falsch. Es wird Zeit, dass wir auswandern. Aber keine Ahnung. Costa Rica soll zu dieser Zeit unglaublich schön sein. Okay. Das glaube ich auch. Nein, wenn du mal, also schauen wir mal. Also das, was bei uns für die 90s und die 2000er waren, das schwappt jetzt momentan wieder in England groß auf. Also in Großbritannien, echt? Ja, da gibt's wieder einen Boom an Punk-Bands. Oh, das war eine Gitarre. Sauber, wer war's? Ich. Sauber Chris. nee, also in England gibt's wieder einen Boom an Punk-Bands. In den USA gibt es wieder mehr. Obwohl, es war schon immer so, dass es ein paar, dass ich glaube, USA relativ gespalten ist. Chris, bitte schreit ein, wenn es nicht stimmt. Ich meine, du hast ein paar Jahre lang gelebt. Ja. Also es war immer so die Ecke Kalifornien oder Miami, also diese Beach, da wo Strand ist, da wo Meer ist. Also Florida, Kalifornien, die quasi für Party und alles stehen, da war das schon immer ein bisschen mehr so. Wenn man dann wieder in Richtung Indiana geht, oder da ist es eher schon wieder konservativer, aber du oder kannst mir recht geben, also dieses war immer so ein gesundes Gleichgewicht aus Silicon Valley und konservatives Texas. Stimmt das so, oder? Was? Ich habe gar nicht verstanden, was du meinst. Okay, also es gibt immer so diese Bundesstaaten, wie zum Beispiel Kalifornien, ja, oder, genau, oder das, Florida. Das gibt's. Die gibt's auch. Jetzt verarsche ich nicht so mal. Die immer so ein bisschen eher generell offen, also weltoffen sind, bei denen New York. Jeglicher Scheiß. Echt, New York auch? Ich hätte jetzt New York eher konservativ eingeschätzt. Echt? Nee, ich meine New York City. Ah, okay. Ist auch so, glaube ich. Ja, und dann sind es halt so Staaten wie Indiana und Texas, die eher, oder Georgia, die ja sehr konservativ sind. Ja. Wo auch nicht so viel passiert in der Entwicklung. Ja, stimmt. Und meistens. Dann, meistens. Wie, also, du hast in Michigan gelebt, oder? Nee, in Michigan. Genau. Also, Michigan. 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 Detroit ist Michigan, oder? Nee. Ja. Detroit ist Michigan und, Chicago war Illinois, gell? Ja, yep, genau. Go, Red Rings. Wo hast du nochmal gewohnt in Michigan? In Michigan. Ja, wo in Michigan? Oder ja, Michigan so direkt? Bei Detroit, ungefähr. Nee, für Detroit erreicht es, wenn ich so eine halbe Stunde von Detroit gewohnt habe. Ah, okay. Also Nähe Flint dann? Nee, andere Richtung. Andere Richtung, okay.
Go Red Rings. Genau. ja, wie war es in Michigan eigentlich? Also, wie war die College-Zeit? Hattet ihr richtige geile Partys oder eher langweilige? Ich weiß es nicht, weil ich habe keinen Vergleich. Weißt du, ich habe das nicht so langweilig gefunden, aber vielleicht würde jemand aus Kalifornien oder Florida oder Texas das anders sehen. Ich meine, das ist schwierig zu sagen, glaube ich. Ja, der aus Texas würde erstmal seine Bibel rausholen. Spaß, nein. Vorurteile sind wunderschön. Nein, Genau. es ist so, Vorurteile sind wunderschön, wenn man sie dann, wenn man vom Gegenteil überzeugt wird. Nein, ich weiß nicht, ich finde einfach. Es ist eine Generation, wo ich Angst habe, dass da irgendwie, dass Ja. die einfach alle zum Arbeiten sind. Die sind's mittlerweile, das ist so. Das ist so. Oh Gott. Wie kommen wir jetzt eigentlich darauf? Keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Also eigentlich war das Thema, dass wir über das Comic reden von Green Day. Genau, Haben wir das getan? haben wir. Haben wir getan? Wir haben ungefähr Sehr gesagt, um gut. was es geht. Ich Ein will. Punkt abgehakt. Jupp. Wir haben jetzt auch fast eine Stunde voll. Also wir hatten jetzt noch ungefähr 15 Minuten. Ich würde sagen, wir beenden die Folge und dann. In der nächsten Folge reden wir über die Bands, die wir niemals hören würden. Oder wollen wir das noch in diese Folge packen? Und was Ja, über jetzt hast du schon Konzerte, wie Schluss gemacht, wolltest. jetzt machen wir Schluss. Okay, gut. Okay, gut, wir machen Schluss, Schluss. aus, Ende. Okay, wir machen Schluss. Wir beenden die Beziehung mit unseren Wir Hörern. beenden dieses Dreier. Das war angenehm. Ja. I. Oh Gott, jetzt haben wir echt alles drin. Sozialgetrickt, Sexismus, alles. Das ist kein Sexismus, nicht. Ansichtssache des Betrachters, glaube ich, des Hörers. Ich habe letztens nur mir gesagt, hey, du hast eine hübsche Hose und schon hast du sexistisch. Da meinte ich halt alles. Sehr schön. Ja, also wir beenden das jetzt hier. Also denkt dran, für mehr so komische Folgen abonniert diesen komischen Channel oder wenn ihr oder folgt uns auf Apple Music, Instagram, Instagram, Facebook. Facebook, Twitter und Apple Music und Spotify haben wir immer noch nicht, leider. Aber wir hoffen, haben wir hoffentlich jetzt die nächste bald. Macht es gut, egal wo ihr gerade seid. Seid vorsichtig, habt ein bisschen Spaß Genau, mach und irgendwas Verrücktes. eben, ihr lebt nur einmal. Servus, pfiat's euch. Scheiße!